Bonjour aus Frankreich. Hinter uns ist das Meer. Und ganz hinten sieht man auch England. Zu Escal gibt es richtig tolle Wanderwege, alles ausgeschildert. Also hier werden wir noch einiges entdecken können. Leider hat sich die Sonne gerade verpieselt. Heute Morgen beim Frühstück war noch Sonne da. Ja, jetzt macht sie gleich Mittagspause oder sowas. Man hat trotzdem erstaunlich gute Sicht rüber nach Großbritanniens Küste. Frankreich haben sogar die Kühe Meeresblick. Die haben es gut hier. Nur bis zur Straße, zum Parkplatz. Und jetzt müssen wir wieder zurück, damit wir unten bis zum Ort. Wie nannte sich der Wisser? Mit
saß ich gerade über die Sonne, die gerade wieder durchluschert. Und da sehe ich da am Himmel so eine ganz dunkle Wolke. Also Regen haben sie heute eigentlich nicht angesagt. Muss auch nicht passieren. Haben wir eigentlich ein Regencape mit? Also, wir sind gut ausgestattet. Findet man hier in der Gegend noch Reste, Bunkeranlagen, Schützenanlagen, keine Ahnung was, aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier liegt auch wieder was aus Beton. Also hier gibt es einen richtig schönen breiten Strand, wo man auch richtig gut laufen kann, weil der richtig schön fest ist. Ja, die Idee haben viele heute. Ist einiges los hier am Strand. Gut, Sonne scheint. Regenwolke hat sich, glaube ich, auch gerade verpieselt oder löst sich gerade auf. Haben wir Glück gehabt. Und Tour auf Sand gemalt. Nach gut 8 Kilometern an den Dünen lang, beziehungsweise am Strand gelaufen, sind wir jetzt im Nachbarort angekommen. Schimpft sich, glaube ich, Visson. Ja, und da gehen wir noch mal rein und gucken wir mal, was es alles zu luschern gibt. Fahren. Ihr habt hier die Möglichkeit mit Meeresblick. Heidun, was sagst du zu Visson? Ja, schönes Fleckchen Erde hier. Und mir wird auch schon langsam warm. Ich weiß gar nicht, warum du noch den Pullover hast. Schönes Wasser, viel Freiheit hier. Aber totaler Touri-Ort, ne? Ja. Aber alle Restaurants, rabbitige voll. Einmal durch Visson durch, geht es hier am Strand noch weiter. Also wir könnten noch, aber wir haben schon 10 Kilometer abgerissen. Jetzt geht es heimwärts. Heimwärts? Ja. Oder vor Pause?
Hause. Wie ist das nochmal? Nix Pause. Ab nach Hause. Beschäftigt der Junge, ne? Um da so eine lange Mauer zu bauen, hat den ganzen Tag zu tun. Und versucht gerade trockenen Fußes durch diese feuchten Flächen zu kommen. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take. Sie ist ja auch ein bisschen klein, ne? Der Strand noch breiter, weil wir haben jetzt gerade Ebbe und das fängt zumindest gerade an. Das Wasser zieht sich zurück. Jetzt verteilen sich die Menschen noch mehr hier an diesem Strandabschnitt. Heute Morgen auf dem Hinweg mussten wir da ganz oben laufen, weil hier halt Ebbe war und ja, es war kein Strand vorhanden. Aber jetzt haben wir halt... Flut war, jetzt ist Ebbe. Weil hier Ebbe war. Heute Morgen auf dem Hinweg sind wir da oben gelaufen, weil wir hatten Flut und es war kein Strand vorhanden. Jetzt haben wir Ebbe und wir gehen jetzt auf dem Rückweg hier unten am Strand weiter lang. Wir müssen also keine Berge mehr steigen. Das hat auch was. Wir haben schon einige Kilometer gelaufen, da muss man keine Berge mehr haben. Da vorne ist unser Campingplatz, Les Érables.